Im Namen von der Familie Baumann Wieb habe ich Ihnen ein herzliches Willkommen, der hier gekommen ist, zu diesem Begräbnis. Freuen uns, dass Sie hier sind. Diese Familie Bieterstuhn, in dieser Stunde, wo Sie sich verabschieden, Ihre Mama, Schwester, Großmama und so weiter. Dankeschön für Kommen. Ich dachte dann hier in Text lesen, in 2. Korinther Kapitel 5, jene Mama, die hat ein Ding klar, dass sie reut wird von hier zu scheiden. Und dort ist ein Trost, der so ihn hängen lässt. Und uns als Kinder Gottes hat Gott in Verlangen geplant, einen Tag bei ihm im Himmel zu sein. Nicht Verlangen hat jene Mama auch. Und ich dachte so, 2. Korinther Kapitel 5, du fährst ein paar Tieren, was kriegt für diese Situation von dir. Du sagst zu dir, Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Zelthaus abgebrochen wird, haben wir einen Bau von Gott, ein Haus nicht von Menschenhand gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, mit unserer himmlischen Behausung überkleidet zu werden, da wir ja, nachdem wir bekleidet wurden, nicht nackt erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Zelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber eben dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns auch das Pfand des Geistes gegeben hat. So sind wir denn immer getrost und wissen, dass solange wir im Leib leben, wir fern vom Herrn sind. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben umso mehr Lust, aus dem Leib auszuziehen und daheim zu sein beim Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre dafür ein, ihm zu gefallen, ob wir daheim sind oder in der Fremde. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder empfange, je nachdem, wie er gehandelt hat im Leib, sei es gut oder böse. Hier sagt er dort, wir haben ein Verlangen aus Kinder Gottes, überkleidet zu werden mit der Herrlichkeit, die wir einen Tag im Himmel wollen haben. Und das ist gerade,
wat wie fang, wat ik zo wunderschön fang aan jene mame, dat zij zo'n duipen vrede in zich had, een duipen verlang in de heiligheid Gottes te zijn. Ze had een grote verlang bij haar familie te blijven. Wat danach, ze had deze Sehnsucht im Himmel te zijn. En zij posten dat tekst voor zo'n situatie als wat die Jesus familie beleefd han. We gaan ons weer opneigen tot gebed. Himmlischer Vater, wir sagen dir Dank für die ewige Hoffnung, die wir in dir haben. Herr, wir wollten, dass wir im Leben am Jaftans der Tod und wir wollen alle ein Tag für deinen rechten Stuhl sein und du wirst die dort aufschätzen, als das Gott der Schlag war, das wo wir gehandelt haben. Und Herr, wir danken dir, dass einer dort klar hat, dass sie ein Kind Gottes wird, dass sie den Frieden hat, dass sie ein Tag für ewig können bei dir sein. Sei freut sich du Tau. Denn Herr, so sehen wir auch alle, die wir hier nie noch treu blieben, sehen uns nur den Tag, wo wir ein Tag wollen können, wie die sind. Halb uns, aus Kinder Gottes, dass wir können die drei nur folgen und nicht abzugeben in diesem Kampf, in diesem Wandel, in dem wir sind. Und Herr, wir freuen, Herr, in diesem Moment muss die diese Familie trösten und Kraft geben und leiden, Herr. Und wenn wir nicht allein gehen können, dann reichst du uns, dort vertrauen wir und wir freuen, dass die muss in diesem Moment jeder, ein von den Geschwistern, Familie und Freunden, nur sein. Und diese Stunde muss die, diese ganze Feier leiden in den Dienern hinnehmen. Da beten wir in dir, Herr Jesus. Amen. Como información, va a haber traducción simultánea. Si alguien no recibió un aparato para traducir al entrar, favor de levantar las manos y van a entregarle un aparato para que lo oigan en su propio idioma, en español. En, du im Eingang, ich war nicht gehand hier, du an der linken Seite, du sind Babystuben, manche anrührig sind, vollkommen frei, du in Entegon, du sollst zu hören, und was immer noch soll fehlen, du hängst an die Platz und Visa, sie sind reingehend, du zu halten, wann die hier fremd sind. So, wieder, weil wir wieder gehen mit dem Gemeingesang, wo Josef freuen uns zu unterleiden, und wieder dann noch die Botschaft von Prea, du Peitasch. Meine Heimat ist dort in der Höhe. Thank you.
Das Sterben von Menschen. Das ist natürlich das Leben. Das ist Christus geboren worden. Das ist einfach das Leben auf dieser Erde. Geboren worden und gestorben. Ich möchte uns von der Psalm lesen zum Anfang, den wir in unserer Bibel in Psalm 90 von ein paar 12 fingen. Das sagt Jesus dort. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässt sterben und sprichst. Komm wieder, Menschenkind. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachwache. Du lässt sie dahinfahren wie ein Strom. Sie sind wie ein Schlaf, gleich wie ein Gras, das doch bald welk wird. Das da früher blüht und bald welk wird und das abends abgehauen wird und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetat stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht von deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und wenn's köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen, denn es fährt schnell dahin, als flügen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet dich vor solchen deinen Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. But so weit der Tag zur Psalm 90. Dort sterben von Menschen. So ich sehe, das ist ein natürliches Ding. Wir wollten dort alle, und doch wollen wir dort verlieren. Doch wollen wir dort nicht so haben. Aber alle, go wie dem war. Wenn wir geboren sind, sind wir alt genug zum Sterben. Sind wir reut zum Sterben. In der Wahrheit, dass Gott macht auf über uns Leben. Darum sollen sich Prediger drei von ein paar Feier. Jeder denkt auf seine Zeit. Alle vernehmen und ja den Himmel auf seine Stirn. Geboren worden, sterben, planten und mitbringen, was geplant ist. Würgen, heulen, brechen, bühen, rohren und lachen und so weiter. Er sagt, alles hat seine Zeit. Das gibt Friedenfasten auf dieser Erde, aber das gibt auch Trüerfasten, so ist von dir. Moses lebt in ein sterbendes Volk, wenn wir so wollen sein. Ich glaube, kein Mensch auf dieser Erde ist so viel mit Menschen begewasst, wo Menschen sind umgekommen und gestorben, als Moses. Die 40 Jahre in der Wüste haben viel, viel Begrafnisse gegeben. Er wohnt mit dem Volk in der Wüste. Und hat gibt viele Begrafnisse, weil das Volk so halsstarrig wie, so eigenkoppig können sein. Und Gott sieht schließlich all die, die 20 Jahre in Allah, die kann nicht in das neue Land nennen, so sie mussten in der Wüste in dieser Zeit ankommen. Will sie Gott nicht gehorsam werden? Und sogar Moses konnte nicht in das neue Land nennen, weil seine Geduld nicht ausreichen dort.
Ja, von darum ist die sinnvoll, Chaim, als das Gang und Gebe, was wir hier beleben. Aber wo ist die Tod? Nummer eins, die Tod ist eine Trennung, ein Einrieten, können wir sagen. Das ist die Trennung von Körper und Seele. Also wir wissen, dass die Tod Trennung bedeutet. Als Gott Adam und Eva im Garten Eden gesagt hat, dann seht ihr in 1. Mose 2,17, von dem Baum, von der Erkenntnis, von der Gute und Schlechte, soll ihr nicht eten, wenn ihr darf, was ihr wollt, von eten, wo ihr sterben. Dann sagst du vielleicht, ja, aber das passiert Gott wirklich. Adam und Eva sterben nicht, die leben noch lange her. Ja, die deuten. Aber wisst ihr, sie werden getrennt von Gott in dem Moment. Und das ist dort, das ist die geistliche dort, ja. Aber nun hier käme auch als Folge von dort, die körperliche, Tod, wo Körper in Seele dann getrennt worden. Also dort ist ein Ende von dem Menschenleben auf dieser Erde. Aber für gläubige Menschen, wenn wir sterben, dort, wo die Seele sich wieder frisch mit Gott vereinen wird, weil er trägt nur Gott kommen wird. Wenn es verstreut von den Tags, was wir uns lassen, dann sagt er, der du die Menschen lässt sterben und sagst, komm bara, Menschenkind. Gott hat den Menschen eine lebende Seele an dir gepüßt. Das sagt er, wie es Herr Adam gemerkt hat, dann sagt er, und er blies ihn ein in lebendigen Odem und als dann wurde er zu einer lebendigen Seele. Der Mensch krieg Wort, was nie nicht sterben würde. Und dort wird die lebende Seele. Die Seele, die Gott in den Menschen gibt. Und da haben wir alle als Menschen. Gott hat uns dort gegeben. Diese lebende Seele, die kann nicht sterben, wenn der Körper abdürft. Aber Paulus sagt, wir sind getrost und haben viel mehr Lust, bitte diesen Körper zu sein und der Tüß zu sein bei dem Herrn, nur 2. Korinther 5a. Und ich glaube, sie ging an dort der letzte Deo auch. Sie hat viel mehr Lust, bitte den Körper zu sein und mit dem Herrn zu sein. Wenn sie Körper wie verbrückt. Aber ich dort kurz sein, es auch uns Feind. Für den, wie menschlich Angst haben. In Dürnach, wo in einem Tag, kriegt sie euch gestreckt lehn, als Anna hier nicht hat. Wie weit nicht von neuer, aber Gott hat dort dem, was ich angesagt, nun sinnvoll. Und das ist der letzte Feind, den wir besiegen wollten, in 1. Korinther 15, 26. Dann fragen wir uns, woran wollten Menschen sterben? Weil wir können ganz einfach bloß sein, wie es Gott so bestimmt hat. Aber das hat auch mit dem Sündenfall zu tun, ja? Dann sage ich uns tags in Vers 5 und wieder, du lässt dir die Hand vor und das ist ein Strom. Sie sind das ein Schlupf, aber wir würden von dir sagen, das ist ein Drohm. Kriegst du es groß, das meist wird verwalt. Aber es ist eine Blume, der du blieben dort und verwalt und baut nicht mehr durch es und verdricht es. Gott hat gesagt, dass Menschen sterben wollen. Hebräer 9, 27 sagt, die Menschen haben gesagt, einmal zu sterben und nur dem dort gereicht. Das ist die Folge von Sünde. Ich sage, dort merkt den Zorn, dass wir so vergehen und so wieder nur falsch sehen. Römer 6, 23 sagt dann sehr klar, dass der Tod auch der Lohn ist für die Sünde.
Wie es hier sagt, in Römer 6,23, denn der Tod ist der Sünde soll, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesu, unserem Herrn. Das meint nicht, dass wir, wenn wir sterben, dass wir unbedingt dann in Sünde gelebt haben, aber das ist der Folge von der Sünde von Anfang von der Kreation. Aber dann ist der Unterschied, wo Menschen sterben. Wo sterben Menschen, können wir die Frage stellen. Viele Menschen sterben unbekehrt. Und lass mich sagen, das ist schrecklich. Das ist ja eine sehr große Verzweiflung für die, die dort zurückbleiben. Das ist unaussprechlich schwer für die Eure hier, wenn sie nicht die Sicherheit haben, dass eine Person im Herrn gestorben ist. Wenn die Bibel ist sehr klar, dass wir auf zwei Städten, wo wir können hinkommen, nur das Leben. Einer ist der Himmel, der andere ist der Hall. Aber andere sterben bekehrt. Die haben Jesus heute genommen. So ist einer dort heute. Das bringt eine große Freude. Und das gibt einen Frieden im Hort. Und das gibt eine solche Hoffnung. Wenn eine Person stirbt, wird er ganz oben auf den Herrn gesagt, dann sage ich, du wärst traurig, wärst im Verlust, was wir haben. Dass die Person nicht mehr wird da sein. Dass die nicht mehr wird mit uns sein. Dass wir nicht mehr mit dir vertrauen können. Dass das nicht mehr ein Port von uns wird sein. Aber wir trauen nicht, wärst wie Angst haben, wo die Person wird wohnen, sein, in der Ewigkeit. Wenn's, so wie in Hebräer lesen deuten, der Volkswort, und das sage ich, sind zwei Dinge, die da folgen. Für die wird unbekehrt gestorben, für die folgt das Reich. Und die im Herrn gestorben, die wollen bewältigt kommen, ja heute. Also, die Menschen, die wollen, wir wollen alle Rechenschaft geben, ja, aber das ist ein Unterschied zwischen gerecht worden und Rechenschaft geben. Ich will nun nicht so einen Namen wohnen, aber das ist ein großer Unterschied sein. Also, dort ist unvermeidlich, dort macht wir alle einmal vor den Herrn kommen. Da kann keiner im Stich kommen. Nur Offenbarung 20,12, wo uns das sagt, und ich sage, die Dode, beide, groß und klein, schon vor Gott, ein Beker waren aufgedun, und ein anderer Buch, wir waren aufgedun, wohnt das Buch vom Leben aus. Und die Dode waren gerecht, nur der Schraff, der in der Beker stund, und nur ihre Wolken. Jesus wird in der Rechter, Rechter und Jandach sein. Wenn wir in Johannes 5 kicken, da fingen wir da an der Versen von 21 wieder. Die Vorderworte dort ja abwarten und wird er lebendig merken. Und so auch die Sehen merkt lebendig dem, wem er will. Und die Vorderrechtschein werden uns alle gerecht haben für den Sehen über Jef. Und dass alle sollen den Sehen ehren, kriegt so sie den Führer ehren. Wer den Sehen nicht ehrt, die ehrt den Führer nicht, der ihm geschickt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage ihn, wer mein Wut hiert und läuft dem, der mich gesandt hat oder mich geschickt hat, der hat dort ewige Leben und kommt nicht in die Reich. Aber er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, da kommt die Stunde und erst nun all, dass der Tod geworden, der Stamm von den Sohn Gottes Hirn, und die Hirn waren, die waren leben. Bis sie vorhaft das Leben in sich selbst,
Und also habe ich den Sohn zu Jef, den Sehen, dass die das Leben in einem Salz haben. Und habe die Macht gegeben, auch das Gerecht, habe ihm die Macht gegeben, auch das Gerecht zu holen, darum, dass er die Menschen sehen ist. Verwundert euch nicht, denn es kommt die Stunde, in der Stunde, wo alle, die in die Gräber sind, wurden die Stämme hören, und wir wurden verkommen, die Gold getan haben, zu der Auferstehung vom Leben. Und die wurden nicht gerecht, sondern die wurden willkommen, die heute gewesen sein. Die Oberschlechter getan haben, sagte er wieder in dem Vers, die wurden abstehen zum Gerecht. Dann sagt Jesus selbst, ich kann nicht mich selbst tun, wo ich hier, so reiche ich, in mein Gerecht als Gerecht. Wie sagt ich nicht mein Willen, sondern den Willen von meinem Vater, der mich geschickt hat. So Jesus ist der Gerechte Rechter. Du kommst ein Tag, sagt uns die Bibel, da wo wir abstehen. Brüder und Schwestern, ich bin so dankbar, dass Jesus der Rechte ist. Denn er ist ein gerechter Mensch. Hier in der Welt sind viele Gerechte, die nicht gerecht tun. Aber das Wort, wie sagt es nicht von uns Menschen aufgesehen, das ist von uns selbst aufgesehen und dort wird gerecht sein. Aber die erste Scheidung, die die Nukrake erfahren haben, diese letzte Deo, und von der noch das letzte, wo jeden Jünger von den Körper auf sein Mann. Sein, das ist okay, die wird weggebrochen, und wir wollen die nicht mehr sein auf dieser Erde. Wie sagen die Pferde, wo muss so eine Seele denn sein, die lebende Seele, der den Körper rütteln ist. Und das sind viele Dinge, wo Menschen sich deutlich merken, und viele Dinge, wo wir wollen sein, und ich will nicht etwas sein, ich glaube, wir verstehen das ganz so gut. Aber wir haben die Geschichte von diesem armen Lazarus, wo Jesus im Bild ja von sagt, der wird gedreht in Abrahams Schoß. Also, dass er da kann, ich würde sagen, ruhig, gemütlich und sicher sein. Und wie weit ein Dämon, der sich nicht am Abend hämmert, weil sie doch krank bei einem Verräter lacht, den passiert ein ganz Gegenteil. Also, wie weit ein Dämon, der zwei Sorten Platz hat, wo diese Säulen abgebaut wurden. Das die Bibel so ja klar an. Nächst all mich her, Anna sagt nicht auf Abrahams Schoß, der sagt auf Jesus in Schoß, was noch viel besser ist. Wenn Jesus dort sehen, wir haben noch nicht durch. Aber von der stelle ich mir mal her, die Menschen, die in Jesus sterben, die sind seine Arme, selig in Jesu Armen, sicher an seiner Brust. Ist das nicht wundervoll, dort ist dort zu sein, so zu denken, dass diese Person, der ist hier gleich mal. Hier ist bloß das Haus, wo die selber wohnen. Aber sie ist hier gleich. Sie ist an der Stelle, wo nicht mehr Video sind, wo nicht mehr Sorgen sind, wo all diese Dinge immer sind. Selig. Selig meint glücklich, voll Freude. In Jesus in uns. Sie haben viel erfahren im Leben. Viele, was viele von uns nicht mal eine Idee haben, was das meint. Sie ist 35 Jahre eine Witwe gewesen. Kann ich mich gleich vorstellen. Stellt ihn vor. Ganz jung. Mit 6 Jungs. Da allein sitzen bleiben.
Ik zeg mij zeggen zelf God voor een gevraagd, wat dit persoon, waarom, te wat? En daar heb ik geen antwoord voor. Weet je wat, jongens? Ik heb verstaan die leven Allah en Jezus. Zij hebben een goede arbeid te doen. De vele mensen, mam, papa, bij het hoofd zijn, niet handschrijven. Zij hebben je geleerd schoven. Zij hebben je geleerd je verstaan. En mensen zijn die du eerlijk en zo weer zijn. En zij heeft mij dat alles gezegd. Mies hier bij ihr das nicht schuld aus meiner Familie. Ich würde noch so hier länger durchbleiben. Kicken. Was sie von sich mehr. Wieder für ein Beten. Aber weißt du was? Ihre Gebete, die sind wie im Futter. Die sind im Himmel. Für ihn alle. Sicher hast du nicht einmal leicht gehabt mit das Junges. Wie weit noch alles, was das Junges sind. Aber sie hat viel Geduld gehabt und hat mit ihnen zu gehen. Sie hat ihnen geprüft, durch Hand zu wiesen, dass er Gott gibt, an dem wir glauben können, und dass er eine Ewigkeit gibt, wo wir immer, immer können, wie Gott sein. Sie hat mich selbst mitgeduldet, wo sie ringen dort für ihn alle. Ook voor de grote dingen. En waar zij bezorgd werd, dat die alle zullen een dag bij hem Herrn zijn. Weet je wat, zij hingen laat junt. En ik wil zeggen dat het volste leven, dat is de geloven aan Jezus, en dat die alle dat woord Gottes kan hebben. In 2. Timotheus 3, 15 sagt Paulus zu Timotheus, in willst du von Kindheit an der Heilige Schrift weit, kon du solche die Wiesen, wo die kostseilig waren, durch den Glauben an Jesus Christus. Das hat sich in den Jaloten auch. Und ich würde sagen, nimm das wahr. Die Seele gestorben, die waren Gott loben und preisen. Die wollen Gott umbeten. Und die wollen glücklich Gott begegnen. Und das vertrübe ganz. Der Anna. Du hast in dieser Stelle. Aber wenn gottlose Menschen sterben, dann sagt die Bibel uns das Wort grote angst en zin klopperen en video zijn. Dat mag je niet zijn. Door hem te zolven, leeg ik schiet het van een persoon stof, een predig voor ons, om dan te denken, zoals de psalmist zegt, 70, man huig je tachendig, en eens die van de eeuw tachendig zijn, dan vangen ze aan te geloven God af en vergeten, ja. Maar Gott hat verschiedene alles für uns Menschen. In diesem Fall sei es nicht bei 70 gekommen, aber Gott raubt deine Hüse. Aber die Seele gestorben, die kann sich freuen. Von der ersten Frau und die noch mich. Wo will ich sterben? Weil wir doch klar haben. Wenn Sie wissen, wann bei uns ist, wie kann unbekehrt oder bekehrt sterben? Und dort sind zwei Dinge. Und das sind die einzigen zwei Dinge, die wir wählen können, nur das Leben. Zwei Dinge, was du nennen kannst. Anna entschloss sich für den Herrn. Nicht kundigend Dinge vertalen, wo ich persönlich, was ich mir abfuhren, dann ich mal handschreiben,
Und sie sagt, weißt du, wo du wegwollen, von dir auch ganz klar mehr, zu wem ich hier. Wir haben eine Säuerfernity taub, wir beten taub. Ich sage, drei, wie sich da in Wien, sage ich, Anna, wo steht das noch mal dort, wo wir Latz bereden? Sagst du, dort steht noch Kreuzes Latz. Für 12 betet. Für 12 sage ich, lehr uns bedenken, dort wie sterben wollen und dort wie glück wurden. Wir würden von dir sein, weiß, jo? Von dir haben viele glückliche Menschen, aber die wollen nicht von Gott weiten. Das meint weiß worden. Jünders Familie ist dort nicht zu sein, nicht neidisch zu sein, weil sie weiten wird. Jünder Mama hat Jünder geliebt. Ich würde sagen, der Luther tut besonders auch mit der Leben Ferien predigt. Nicht, weil es geliebt. Und doch muss ich die Jüngers Familie sein. Jesus will Jüng begleiten. Aus Kinder, aus Geschwister, aus Unzufrieden, was immer. Er will Jüng halten. Ab diesem Weg, wo Jüng Mama Jüng hat reingeloten. Wenn es Jesus sagt, ich will Jüng nicht aus Weisen loten, ich komme nur Jüng. Nur Johannes 14, 18. Jesus selbst will Jünger aus Familie begleiten. Von der, wenn wir von hier waren, in der Church aufkommen, haben wir dann vielleicht nach dem Bett im Frühwahlprogramm geworden haben und wieder. Sagt Jesus, ich will mit Jünger kommen. Ich will mit Jünger sein. Ich will Jünger begleiten. Aber am Ende von Jünger leben. Aber er hat Jünger das. Wir haben Jesaja 43 in den Hefje. Und ich möchte da was Farschen lesen. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob. Und stellt ihn einen um dich an. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat und dich gemacht hat. Dann war er die nun. Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Denn so du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flammen sollen dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Der Heilige in Israel, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben. In Himmelheck sein, in Metschlüten. Ich habe Jesus für dich als Lösegeld gegeben. Jesus ging im Tritz als Lösegeld von jedem einen von uns. Möchte der Herr uns Frieden hortieren. Möchte der Herr jünd aus Familie Frieden im Hort geben über Mama, aber möchte auch Frieden im Hort haben über jünd eigenes Leben. Da wünsche ich jünd aus Familie uns alle aus Jahres, dass der Herr mocht uns den Frieden geben, den allein er geben kann. Wir neigen uns noch zum Gebet. Lieber Gott und himmlischer Vater, wir kommen an diese helle Stunde fertig und danken dir, dass wir eine Hoffnung haben. Dass wir eine Hoffnung haben für Anna und dass Anna und die geläuft haben. Wenn du sagst, selbst in deinem Wort, ich sage, der Wahrheit, der Wahrheit in deinem Leben, keiner kommt nun vor, aus der mir. Herr Jesus, das hast du selbst gesagt und sie glaubt an dich. Sie glaubt an diese dir. Sie glaubt an diesen Wahrheit. Und sie glaubt an das Wort, deine Wahrheit. Und darum sagen, sei wir hier von dir auch getrost und freuen uns, dass du den Weg vorbereitet hast für uns Menschen.
Und so, Frau Anna, dann habe ich Freude, dass du nun machst mit deinen Trost, durch deinen Heiligen Geist, ab diese Familie kommt, und dass du an mich sehnen und geben, dass sie können dir Trost und in Frieden wiedergehen, wann auch ein großes Loch in ihrer Familie ist, aber dass sie dort weiten, dass sie auch können am Weg sein, nur das steht, was du vorbereitet hast für uns Menschen. Herr, sehe in der Familie wieder. Amen. Wenn man durch jeden Furt verschiedenste Länder sieht, dann staunt man immer wieder über die Schönheit, was in dieser Welt ist. Was Fokke gesagt, die Welt ist also schön, der auf Gott in 7 Jahren gemerkt. 2000 Jahre bietet hier nur eine Ewigkeit. Wie viel schöner wird das sein? Wie schön muss der Himmel doch sein? Wunderschönes Leute, wir haben noch gelegen, heute Sonntag noch anzukommen und zu singen für die Familie. Und ich habe euch gemerkt, ob ihr gerade wie das Leute singt, der wirklich in der Mama mehr bastet Leute, wenn ich gerade verstanden habe. Dann können sie auch wenig von sich merken, ob es wie das Leute singt, dann kriegt sie schaftig. Und dort seid mir sicher, sie kriegt in diesem Moment schaftig rauf und freut sich für so ein Leute, das wird ihr Lieblingsleute gewahrt ist. Wieder war, wie die Familie gelegen hat, geben, ein Beitrag von der Familie.
Ähnlich der Biografie in Gedächtnis, wo Frau und die wurden nur der Riesen abkommen. Das wird hier abgestaut ist. Und dann nur dem nach dem Gemeindegesang frisch. Bitte schön. Zukunft Gott vertrauen, in die ausweglosen Lagen Gott vertrauen, an den hoffnungslosen Tagen Gott vertrauen, in den angsterfüllten Stunden Gott vertrauen, wo der ungewissen Zukunft Gott vertrauen, in den ausweglosen Lagen Gott vertrauen, an den hoffnungslosen Tagen Gott vertrauen, in den angsterfüllten Stunden Gott vertrauen. Worte, die das Fürchten lehren, Krisen, die die Angst vermehren, Mauern, die die Sicht verbauen, Pläne, die wir nicht durchschauen, Menschen, die uns Angst einjagen, Nöte, die sich überschlagen, Dramen, die uns sprachlos machen, Sorgen, die zu schaffen machen. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott. An die hoffnungslosen Tagen Gott vertrauen, in den angsterfüllten Stunden Gott vertrauen. Aufbruch in das unbekannte Schatten wirft das ungeplante Abschied, der uns in Trost schwerfällt, Zweifel, der das Herz zutiefst quält, Fehler, die man nie verziehen kriegt, Schuld, die schon so lang zurückliegt, Hoffnung auf den neuen Anfang, Ängste, weil er so oft misslang. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Vor der ungewissen Zukunft Gott vertrauen, in den ausweglosen Lagen Gott vertrauen, an den hoffnungslosen Tagen Gott vertrauen,
Biografie von Anna Wiebe Teichrup de Bannmann. Gott, der allmächtige Herrscher über Leben und Tod, hat das in seiner Allwissenheit versehen, Anna, unsere liebe Mutter und Großmutter, durch eine schwere, schmerzhafte Krankheit aus unserer Seite zu nehmen. Anna wurde ihren Eltern Franz und Agneta Wiebe am 30. März 1951 in Mexiko als drittes Kind von 15 Kindern in der Familie geboren. Ihren Schulunterricht
und Jugendzeit hat sie in Campo Hernán II verbracht. Im Jahr 1974, am 2. Juli, wurde sie auf das Bekenntnis ihres Glaubens von Altester Heinrich Dick getauft. Am 30. August trat sie mit Peter Barmann in den heiligen Ehestand, wo Prediger Abraham Schmidt ihnen den Ehesegen mitgab. Ihre Ehe währte 9 Jahre, 5 Monate und 20 Tage. In dieser Zeit wurden sie mit 6 Söhnen gesegnet. Am 19. Februar 1984 starb ihr Ehemann an Herzproblemen. Mutter hat 35 Jahre, 4 Monate und 12 Tage als Witwe gelebt. Mutter versorgte uns gerne mit Essen. Sie hat viel gekocht. Die Tiere waren für ihr sehr wichtig, weil sie eine Freude daran hatte und sie damit ihren Lebensunterhalt verdiente. Am allerwichtigsten war ihre Familie. Es hat Mutter sehr am Herzen gelegen, für ihre Kinder und Großkinder zu beten. Im Jahr 2005 begann sie gesundheitliche Probleme zu haben, wo ihre Gebärmutter entfernt wurde. Am 1. Februar 2007 wurde sie an einem Brusttumor in Monterrey operiert. Nachdem erhielt sie 6-mal Chemotherapie, wovon sie sich sehr schlecht fühlte, und 25 Strahlungen. Am 26. April 2013 hatte sie einen Autounfall, wobei ihr rechtes Bein brach. 6 Monate weiter brach sie es nochmals. Im vergangenen Jahr, am 25. April, wurde ein Tumor im Darm und in der Leber entdeckt. Darauf erhielt sie 2 Chemotherapien und 28 Strahlungen. Im Februar wurde der Tumor im Darm entfernt. Weiter wurde nur die Leber behandelt, doch ohne Erfolg. Am 24. Juni 2019 hatte sie große Schmerzen und wurde schnell im Krankenhaus in Chihuahua eingeliefert, wo sie die Nachricht durch ihren Sohn Pancho von dem Arzt bekam, dass es keine Hoffnung mehr auf Genesung gab. Als sie diese Nachricht bekam, wurde ihr Leben leichter und sie bekam einen tiefen Frieden, denn es war ihr letzter Wunsch, mit ihrem Sohn noch ein letztes, ernstliches Gespräch zu führen. Dieser Wunsch wurde ihr erfüllt. Darauf hatte sie nur noch den Wunsch, bald nach Hause gehen zu dürfen. Eine Woche nachdem, unter großen Schmerzen, ist sie zum Herrn gegangen, am 1. Juli um 11.17 p.m. im Alter von 68 Jahren, 3 Monate und 1 Tag. Wir als Familie trauern und werden sie sehr vermissen, aber wir haben die Gewissheit, dass sie beim Herrn ist. Sie hinterlässt ihre 6 Söhne und 15 Großkinder. Im Tod vorausgegangen sind unser Vater, Ehemann, ihre Eltern, Schwiegereltern, ein Bruder, eine Schwester, ein Schwager und eine Schwägerin ihrerseits, 3 Schwager und eine Schwägerin seinerseits. Wir als Familie bedanken uns herzlich für alle Gebete, Besuche, Essen und Unterstützung. Muy buenas tardes a familiares, amigos y conocidos. Les doy la cordial bienvenida a la celebración de vida de Ana Wiebe Teichrup de Bannmann. En Isaías 43, verso 1 hasta el 4 dice: Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrasarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Dios Todopoderoso, gobernante de la vida y la muerte, ha previsto en su omnisciencia tomar de nuestro lado a Ana, nuestra querida madre y abuela, a través de una enfermedad severa y dolorosa. Ana nació a sus padres Franz y Agneta Wiebe el 30 de marzo de 1951 en México como la tercera hija de 15 hijos en la familia. Pasó su infancia y su adolescencia en el campo 102.
El 2 de julio de 1974 fue bautizada por la confesión de su fe por el pastor Enrique Dick. El 30 de agosto contrajo matrimonio con Pedro Bannman, donde el predicador Abraham Schmidt les dio la bendición matrimonial. Su matrimonio duró 9 años, 5 meses y 20 días. Durante este tiempo fueron bendecidos con 6 hijos. El 19 de febrero de 1984, su esposo murió de problemas cardíacos. Mamá vivió como viuda por 35 años, 4 meses y 12 días. Mamá siempre estaba dispuesta a complacernos con comida. Ella cocinó mucho. Los animales eran muy importantes para ella, porque ella lo disfrutó y al mismo tiempo lo sustentaron. Aquí me gustaría agregar una nota personal. Yo siempre trabajaba ahí en el mismo lugar donde... donde mi abuela vivía, y cada día que trabajaba, cuando todavía podía caminar, estaría allí visitándome, ayudándome, y siempre estaría allí, nunca faltaba algún día. Igual no importaba si era con el ganado, afuera, en la carnicería o en la huerta, siempre estaba ahí. Perdón. Lo más importante para ella era su familia. Fue muy importante para mamá orar por sus hijos y nietos. En el 2005 comenzó a tener problemas de salud, donde le extrajeron el útero. El 1 de febrero de 2007 fue operada de un tumor de mamá en Monterrey. Después recibió quimioterapia 6 veces, lo cual la hizo sentir muy mal, y 25 radiaciones. El 26 de abril de 2013 tuvo un accidente automovilístico que le fracturó la pierna derecha. 6 meses después se la volvió a fracturar. El 25 de abril del año pasado se descubrió un tumor en el intestino y el hígado. Luego recibió 2 quimioterapias y 28 radiaciones. En febrero, el tumor del intestino fue extraído. Después se le trató el hígado, pero sin éxito. El 24 de junio del 2019, ella sufrió un gran dolor y fue llevada al hospital de Chihuahua, donde recibió la noticia de su hijo Pancho de que no había esperanza de recuperación. Cuando recibió esta noticia, su vida se volvió más fácil y obtuvo una profunda paz, porque era su último deseo de tener una última y seria conversación con sus hijos. Este deseo se cumplió. Entonces, ella solo tuvo el deseo de irse a casa pronto. Una semana después, con gran dolor, ella partió con el Señor. El 1 de julio del presente año, a las 11:17 p.m., a la edad de 68 años, 3 meses y un día, nosotros como familia, la lloramos y la extrañaremos mucho, pero tenemos la certeza de que ella está con el Señor. Deja atrás sus 6 hijos y 15 nietos. Le precedieron nuestro padre, sus padres, suegros, un hermano, una hermana, un cuñado y una cuñada por parte de ella, tres cuñados y una cuñada por parte de él. Nosotros, como familia, les agradecemos mucho por todas sus oraciones, visitas, comida y apoyo. Gracias.
She is gone. You can shed tears that she is gone, or you can smile because she has lived. You can close your eyes and pray that she will come back, or you can open your eyes. Or you can smile because she has lived. You can close your eyes and pray that she will come back, or you can open your eyes and see all that she has left. Your heart can be empty because you can't see her, or you can be full of the love that you shared. You can turn your back on tomorrow and live yesterday, or you can be happy for tomorrow because of yesterday. You can remember her and only that she is gone, or you can cherish her memory and live it on, and let it live on. You can cry and close your mind, be empty and turn your back, or you can do what grandma would have wanted. Smile, open your eyes, love, and go on. I love you, Grandma. Sammeln wir am Strom uns alle, dem herrlichen, herrlichen Strome, sammeln uns mit den Heiligen am Strome, der hinfließt vor Gottes Thron. So, wir sind bei dem Schluss angekommen und ich möchte hier so bekannt geben, dass du ein Gemeinschaftsmahl sein hier in der Sporthalle. Jetzt hier gleich noch hängen, wer hier nicht bekannt ist, wir brauchen bloß von hier, nicht nur vom Hafer vor, bloß noch hängen vor, du bist unfassbar.
Und wir waren über Nom Grofha vorn hier wie Campo 102. Sind alle Angelot und Mette vorn, Batute vorn. Du wart bloß gefragt, weil noch nicht im Parkplatz ist, dass wir ans Taubstuhl und so wenig fahrt ihr aus Mählich dahin vorn. Und dort vielleicht würde an Bad Sieden haben, so eine Fehler gemerkt worden, dass du nicht mehr da wein, wer durchfahren kann. Wenn du nicht im Parkplatz ist, ist das Klima kompliziert. Aber wir dann Frauen am Verständnis, dass wir dann ans Taubstuhl und Taub da fahren. Nachdem kommen wir dann drei hier hin, haben hier fassbar. Und dann nach einem Nobiraffnis. Hier ein Angelot, du mit Bieten sind, da wird ein freiwilliges Programm sein. Und wer du nicht mit wird, um Grofhaf, ist auch all. Kann sich freifallen und auch noch im Gymnasium gehen oder vorne und du auch noch fassbar haben. So, bitte schön, fällt Ihnen frei. Wenn ihr da haben vorne, dann kommen wir drei, haben fassbar, wenn nicht, dann gehen wir gleich da haben. Und eigentlich wieder möchte ich schließen mit einem Gebet. Und aber würde sein, dass wenn ich ein Gebet habe, dann wollen die Platz und Visa uns anleiten mit der Leichenschau, wollen hier vorbeigehen, dass wir alle können, uns verabschieden und Anna. Und dann vor wir von dir, dann gleich dazu die Chorhänger an, dazu bat um Grofhaf. So, wir haben uns Haupt neigen zum Gebet. Großer Gott und himmlischer Vater, wir sagen dir Dank, dass du mit uns hier warst bist in dieser Stunde und auch, dass du mit Familie, Bonbon und Wieb hier warst bist durch diese letzte Wirken, wo du das schwer hier warst und auch nie, wo die Trennung passiert ist. Und Herr, wir freuen dich, dass du musst Kraft geben in dieser letzte Stunde, wo sie sich verabscheiden. Wir freuen uns, dass die etwas strehen, dass die etwas dicht an deine Brust holen. Du sagst in deinem Wort, dass du was ans Wort. Und David sagt, der Herr ist mein Hirte. Und wir wissen, dass wo ein Wort nur seinen Schub abpasst, und so passt die nur ans, aus deinen Kinder ab. Und so danken wir dir, Herr, dass die von der auch die Familie wohnen und weben, in deinen Hals, alle nur anfallende, und entreusten das. Und Herr, wenn wir nicht allein gehen können und verwundet sind, Herr, dann hältst du uns an deine Brust und die trägst uns. Und die das Salbe ab unsere Wunden ab, dass die heilen können. Und Herr, du dank wie die Fähr, danken dir auch, dass wir diese Eiwehobning haben in die, dass wir ein Tag ans Wahrer sein. Von der ist dort ein Aufscheid, wo es nicht ein Eiwe aufscheid, dort ist ein Abwahrer sein. Du dank wie die Fähr, Herr, in Freund, dass dein Heiliger ist, und ihr möcht ans Leben, in besonders der Familie Kraft geben. In die nun bet wieder, Herr Jesus. Amen. Bitte schön, können Sie uns vielleicht anleiten, du wie?